Herzlich willkommen zum ersten Newsflash im neuen Semester. Mein Name ist Nils Hennig. Fahrradfahren AD. Seit Oktober können alle Studierenden mit einem gültigen Semesterticket die Busverbindungen im Stadtgebiet Göttingen sowie nach Rostov und Bovenen benutzen. Wem es noch nicht aufgefallen ist, seit dem 1. November gibt es auch einen aktualisierten Liniennetzplan, welcher neue Liniennummern beinhaltet. Außerdem wird der Bahnhof montags bis freitags vor 8 Uhr morgens von allen Bussen angefahren, was besonders für Pendler interessant sein könnte. Auch auf die Bedürfnisse der Studierenden wurde eingegangen. Nachtbuslinien erleichtern das nächtliche Nachhausekommen und das Klinikum sowie die Zietenterrassen sind jetzt besser an das Liniennetz gebunden. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Göttinger Verkehrsbetriebe oder im Kundenzentrum am Alten Rathaus. Durch die Decke. Das Gebäude, in dem sich das Theater im OP befindet, wird saniert. Im Juni waren nach Regenfällen Dachstindeln heruntergefallen und bei den Reparaturarbeiten wurde festgestellt, dass die Dachbalken morsch sind. Sogar ein Pilzbefall wurde später entdeckt. Jetzt gastieren die Produktionen des Tops an anderen Spielstätten. Der genaue Umfang der Sanierungsarbeiten wird noch festgestellt. Die Dauer wird aber jetzt schon auf ein halbes bis dreiviertel Jahr geschätzt. Genaueres zu den jeweiligen Aufführungsorten findet ihr bei den einzelnen Produktionen auf der Homepage des Tops. Trotz der Sanierung könnt ihr aber weiterhin zahlreiche Schlüsselkompetenzen beim Top erwerben und euch auf und hinter der Bühne kreativ ausleben. Habt ihr euch auch schon gewundert, wo die Nikolaus-Party-Plakate bleiben? Seit über 26 Jahren ist die legendäre Nico-Party fester Bestandteil im Eventkalender der Göttinger Studenten. Aber auch Uni-Angestellte, ehemalige und Gäste aus dem Umkreis feiern mit. Dieses Jahr wird die Kultparty nicht stattfinden. Grund dafür seien gesundheitliche Probleme des Veranstalters. Einen Trost gibt es aber. Die Tradition der Feuerzangenbowlen-Vorführung bleibt uns dennoch erhalten. Das Unikino lädt herzlich dazu ein, am 4. Dezember die Vorstellung zu besuchen. Und wer möchte, kann als Übergangslösung bis zum nächsten Jahr im Anschluss vielleicht zur ein oder anderen WG-Party gehen. Und nun zu den Kulturnachrichten. Vom 23. bis 26. September fand an der Universität Göttingen der 50. Deutsche Historikertag statt. Dabei handelt es sich um eine der größten geisteswissenschaftlichen Fachtagungen Europas. Dieses Jubiläum stand unter dem Motto Gewinner und Verlierer. Es kamen mehr als 3000 Teilnehmer aus 21 Nationen. Die größte Teilnehmergruppe kam aus dem diesjährigen Partnerland Großbritannien. Eröffnet wurde der Historikertag mit einer Festrede vom Bundespräsidenten Joachim Gauck in der Lokhalle. Die zahlreichen Besucher und Besucherinnen konnten an rund 69 Sektionen, über 60 Sonderveranstaltungen, zahlreichen Führungen und Exkursionen teilnehmen. Es gab zudem ein Doktorandenforum, ein Schülerprogramm und eine große Fach- und Verlagsausstellung im ZAG. Großer Beliebtheit erfreute sich auch der History Slam, der zum ersten Mal veranstaltet wurde. Mit einem fulminanten Besucherrekord ist der diesjährige 23. Göttinger Literaturherbst zu Ende gegangen. Mehr als 9.900 Besucher und Besucherinnen haben an den 50 Veranstaltungen teilgenommen, von denen zahlreiche ausverkauft waren. Damit wurde die Besucherzahl des Vorjahres um mehr als das Doppelte überschritten. Im Programm, welches aus Lesungen, Vorträgen als auch literarisch-musikalischen Performances bestand, fanden sich auch prominente Namen wie Frank Schätzing, Roger Willemsen und Jürgen Trittin. Auch die Universität Göttingen war mit einem Format am diesjährigen Literaturherbst beteiligt. Im Rahmen der neu gestarteten Reihe Literatur fragt Wissenschaft kamen Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zu angeregten Debatten zusammen. Die Vorbereitungen für den nächsten Literaturherbst sind indes bereits im vollen Gange. Dieser wird im kommenden Jahr vom 16. bis 25. Oktober stattfinden. Am 5. November feierte das Stück des Tops Blaubart, Hoffnung der Frauen unter der Regie von Thomas Löding Premiere im Deutschen Theater. In dem Stück verlieben sich gleich mehrere Frauen Hals über Kopf in den mittelmäßigen und unsportlichen Damenschuhverkäufer Heinrich Blaubart. Doch er warnt vor der Liebe zu ihm, denn so harmlos, wie er zunächst scheint, ist dieser Mann nicht. Blaubart tötet, was er liebt. Die Autorin des Stücks, Dea Loher, zählt zu den meistgespielten Dramatikerinnen der Gegenwart. In ihrem Stück greift sie die Thematik des bekannten Märchens über den Frauenmörderin Blaubart auf und interpretiert es neu. Und das geht unter die Haut. Also, noch bis zum 22. November könnt ihr an allen Aufführungstagen mit dem Kulturticket kostenlos die Vorstellung im Deutschen Theater besuchen. Und zum Schluss noch ein Kulturtipp. Am Dienstag, den 2. Dezember, findet wieder der Rhetorik-Slam der CES statt. Die Absolventinnen und Absolventen des Rhetorik-Zertifikats werden ihre Abschlussreden halten. Das Thema lautet Live-Puzzle,
Arbeitest du nur oder lebst du auch? Können wir das schwedische Modell der Vereinbarkeit von Familie und Beruf realisieren? Los geht's um 20 Uhr im APEX. Wir wünschen euch ein erfolgreiches Semester und hoffen, euch auch beim nächsten Newsflash wiederzusehen. Vielen Dank. Ha ha ha.